Morgen alle zusammen. Freitagmorgen, 7.30 Uhr und schon im Auto unterwegs. Ich hatte gestern Gelegenheit, Zeit so an meiner Ich-Botschaft zu basteln oder auch an meinem Lebensziel. Und da kam raus, mein Ziel ist es, Menschen zu inspirieren, den Blick in den Spiegel wiederzunehmen, sich jung und sexy zu fühlen und das mit nur minimalem Zeitaufwand. Nach einem schönen Ereignis gestern Mittag, so diese wunderbaren Herausforderungen, kam dieses Ziel wirklich ins Wanken. Also nach wie vor, es ist so mein Baby, meine Praxis, aber da stellte sich für mich eigentlich wirklich die Frage, was ist mein Lebenszweck? Und da wurde mir klar, eigentlich ist mein Lebenszweck was ganz anderes. Mit der Entscheidung vor zweieinhalb Jahren, meine Ehe nach 19 Jahren zu beenden, die Beziehung nach 28 Jahren, habe ich eine riesen Lawine ins Rollen gebracht. Das heißt, ich bin wirklich an alle Ecken und Kanten der Gesellschaft angestoßen und habe sie auch wirklich alle mitgenommen, alle Klischees, die es so in unserer Gesellschaft gibt. Und ich kam mir da echt vor, wie so ein Frosch im Butterfass, der strampelt und strampelt und strampelt. Immer noch. Aber so langsam merke ich, dass wieder Boden unter meinen Füßen kommt. Und da war so für mich die Frage, was ist dein Lebenszweck? Und ja, eigentlich ist mein Lebenszweck, Frauen zu unterstützen in der Entscheidung, geh deinen Weg, folg deinem Herzen. Trau dich, wag diesen Sprung, sei mutig. Es gibt immer einen Weg. Es fängt nur mit dem ersten Schritt an. Man muss diesen ersten Schritt gehen und sich wagen. Und dann tun sich wieder andere Türen auf. So, das ist so meine Ich-Botschaft. Hey, seid mutig, traut euch, euren Weg zu gehen. Ich unterstütze euch und helfe euch dabei, mutig voranzuschreiten, mutig auf seinem Weg zu bleiben. Ich glaube, das ist so mein Lebenszweck mit allem, was ich die letzten Jahre erlebt habe. Also, seid mutig, geht euren Weg, springt. Ich unterstütze euch dabei durch meine ganzen Erfahrungen, durch mein Leben. Unterstütze ich euch, euren Weg zu gehen, eurem Herz zu folgen, vor allem euch treu zu bleiben. Das war mein Statement zu dem Tag heute. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Genießt die Sonne, genießt das Leben. Es sind alles nur kleine Herausforderungen. Und wenn ich einzig weiß, wir haben alle Werkzeuge mitbekommen, um diese zu lösen.